8. Mai 1916. Emils Bataillon wurde ausgesandt, um Fort Douaumont zurückzuerobern. Eine Schlüsselstellung in der deutschen Verteidigung. Achte Mai 1916, Douaumont, Frankreich. Und jetzt sind wir offenbar genau an der Front. Wir sind quasi das Kanonenfutter und man sieht es bereits. Oh. Sind das Tretminen? Offenbar nicht. Kann ich auch drüber laufen oder nur gehen? Ich traue mich gar nicht zu laufen. Okay, wir leben. Und der Hund hat irgendwas entdeckt. Hier ist ein Loch wieder. Ach du Heilige. Die letzte Bastion des Fritz. Und ich frage mich, worauf schießt denn der Mann da? Ich glaube, der ist nicht im Krieg, der pflügt den Acker um. Oder der Krieg hat ihn schon so übel mitgespielt, dass er einfach nur noch ballert wie ein Verrückter. Die Frage ist, was können wir machen? Nach oben können wir nicht. Der geht auch nicht mal nach oben. Selbst wenn ich wollte, könnte ich jetzt nicht nach oben. Eine Schaufel haben wir dabei. Ich grab doch jetzt nicht da drin rum. Ich will doch nicht. Ich trau mich nicht zu graben. Ich sterbe doch gleich. Den Hund können wir nicht anweisen zu graben. Scheiße. Aber wie soll ich denn die Bomben da rausholen, verdammte Axt? Nein! Ich habe die Mine gesehen, aber ich kann sie einfach nicht rausholen. Scheiße. Hilfe! Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Hund! Hund! Ich kann die Bombe auch nicht nehmen. Ich sehe sie, aber ich kann nichts damit anfangen. Braver Hund, mach's gut. Oh. Hä, aber die ist doch ausgegraben. Naja, spätestens jetzt. Au. Wir haben aber auch nichts, was wir da raufwerfen könnten, oder? Nee. Es gibt hier nichts. Rein gar nichts. Außer die beiden Herren. Ja, braver Hund. Aber wie kommen wir denn jetzt an die Minen ran? Oder ist es eine bestimmte Mine, die wir ausgraben müssen? Warte mal, hier können wir uns durchgraben. Yeah. Guck mal, jede Mine hat einen Pfeil vom Totenkopf. Nur da, wo der Kerl steht, haben wir keinen Pfeil. Ah. Wie schlau. Ich warte ganz kurz, bis der Dampf weg ist.
Ach du Heilige. Ob das eine gute Idee war? Grabenschaufel. Grabenschaufel der französischen Armee. Die Schaufel war zu kurz, um einen echten Nutzen beim Buddeln von Gräben oder Tunneln zu bringen. Daher schärften die französischen Soldaten die Schneide des Werkzeugs, um daraus eine effektivere Waffe als ein Bajonett zu machen. Oder auch als Krücke, wie wir gemerkt haben. Oh. Ach, gucke mal. Das ist das Loch von oben. Ah. So, keine Ahnung, wo der Hund jetzt hin ist. Wir graben uns mal nach unten hier. Ah ja. So. Damit sind wir immerhin durch. Ja, so ein guter Hund. Ah. Es tut mir leid. So, ich drehe mal ganz kurz das Rohr nach oben. Weil ich glaube, wir müssen den Rauch da oben tatsächlich auch rauslenken. Da hinten kommen wir noch nicht hin. Dann schaue ich mal ganz kurz. Ah, ein Backstein wollte ich sagen. Leere Holzkiste. Eine leere Holzkiste wurde von einem deutschen Soldaten als Gepäck genutzt. Koffer waren noch nicht weit verbreitet. Und ärmere Soldaten packten ihre Sachen für den Krieg in einen Ranzen oder in Holzkisten. So, der Rauch geht natürlich genau da oben rein, was total sinnvoll ist. Als Heizung ja, aber so als Rauchspender weiß ich nicht. Guck mal, da hinten geht's auch noch lang, oder? Flammenwerfer. Im Februar 1915 kamen die ersten Flammenwerfer zum Einsatz. Auch wenn die Zahl der Soldaten, die dieser Waffe zum Opfer fielen, überschaubar ist, war ihre psychologische Wirkung verheerend. Zuerst wurde die Waffe von den Deutschen eingesetzt, doch dauerte es nicht lange, bis Franzosen und Briten vergleichbare Waffen besaßen. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Waffe waren beschränkt, aber die Angst, die sie verbreitete, war umso größer. Okay, hier können wir später noch irgendwas machen, vermute ich mal. Das sparen wir uns für später auf. Erstmal befreien wir unseren Freund. Ah, da können wir wahrscheinlich neue Dinger drauf hieven. Das funktioniert nicht. Ja, so ein guter. Nee, ich glaube, wir brauchen eine Flammenwerfer, um das Ding hier anzumachen. Und bei der Gelegenheit vielleicht auch Sprengstoff. Aber was bringt uns das, wenn wir da jetzt so ein Ding draufsetzen? So, mal testen. Okay, das bringt nicht so viel. Und ich glaube an das Dynamit. Von da aus, da liegen ja Säcke, da kommen wir auch nicht dran.
Wobei, wir müssen irgendwie von da aus. Wir müssen an den Säcken vorbei eigentlich. Was passiert denn, wenn wir das Wägelchen hochschicken? Geht das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ja, ein überschaubarer Erfolg. Und wenn wir da jetzt noch so ein Ding hinstellen? Ich glaube, wir selber kommen da nicht rein, aber wir können vielleicht den Wagen leer machen. Wenn wir da jetzt noch so eine Puppe hinstellen. Schauen wir mal, pass auf. Und dann können wir vielleicht selbst in den Wagen rein oder so. Oder wir kriegen... wir kriegen brennendes Holz für den Kamin. Ah. Das ist ja noch einfacher. Ich hoffe nur, das geht nicht aus. Aber warum sollte es das? Okay. Na also. Okay. Er braucht Dynamit. Die Frage ist, wie kommen wir an Dynamit? Wir können natürlich... Ach, pass auf. Nicht verbrennen. Braves Hundchen. So. So ein liebes Hundi. Ich mag den. Dankeschön. Oh, so ein Lieber. Okay. Ich komme da jetzt aber auch nicht so wirklich vorbei, ne? So, aus Prinzip nehmen wir noch ein bisschen Dynamit mit. Ja, so ein Lieber. Entschuldige, ich muss mich ein bisschen beeilen. Warte. Ach, ich kann ja gar nicht wechseln. Ich kann den Hund jetzt gar nicht nach unten bringen. Weil wir... Ach, vielleicht geht's hier einfach. Okay. Und was ist mit Emil? Oh. Psch. Ganz ruhig. Ein wunderbares Teamwork. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier drin sind oder wo wir hier hin müssen. Aber es sieht aus, als würden wir den Deutschen näher kommen. Deutscher Ring. Ein Eisenring mit der Inschrift Gold gab ich für Eisen, den man im Rahmen eines deutschen Programms zur Kriegsfinanzierung im Tausch gegen wertvolle Gegenstände erhielt. Okay, hier bräuchten wir definitiv Emil. Den Mann mit der Schaufel. Nein! Ich wusste, der ist hier hinten drin, aber ich wusste nicht genau, wo der jetzt ist. Also nochmal. Jawohl.
So gefällt mir das doch besser. Was haben wir denn gefunden? Fort Douaumont. Dieses symbolträchtige Fort ist während der Schlacht von Verdun von beiden Seiten propagandistisch ausgenutzt worden. Im Februar 1916 wurde Fort Douaumont von den Deutschen eingenommen und im Oktober unter schweren Verlusten von den Franzosen zurückerobert. Während der deutschen Besatzung kam es unvermittelt zu einer Explosion, der 800 Soldaten zum Opfer fielen. Dies war nicht das Werk eines Saboteurs, sondern ein schlecht ausgelöschter Kocher, der ein Feuer entfachte, das sich bis zu den Treibstoff- und Munitionsvorräten ausbreiten konnte. 800 Soldaten. Wegen eines einzigen Fehlers. 800 Menschenleben. So, das haben wir schon gesammelt. Was haben wir denn da eigentlich gesammelt? Kann man das hier nochmal nachprüfen? Ich glaube, es war die Dose hier. Gaskocher. Ein Gaskocher, um Essen oder Räume aufzuwärmen. Nicht gerade die beste Lösung, wenn man versuchte, das Treibstoffdepot für Flammenwerfer damit zu überheizen. Oh. Sonst gibt es hier nichts außer da hinten. Was steht da? Kaiser. Mit Herzchen Kaiser an die Wand geschrieben. Was ist denn mit Emil? Uh-oh. Achso, wir haben ja schon Dynamit. Haha. Ist ja gut, Kleiner. Ist ja gut. Siehste, so wird's gemacht. Und vielleicht können wir sogar die andere Tür damit auch öffnen. Ich glaube eher nicht. Kommt der Hund? Oh, get away. Hund! Ach, der Hund. Ist ja gut. So, da ist er. Ich weiß gar nicht, was was baut mit der Feuerfalle hier im Untergrund. Eigentlich sehr hirnrissig. Na, super. Nein! Uh-oh. So, wir kriegen hier nur Dynamit, wie es aussieht. Oh, nicht der Hund. Mist. Hallo, ich sehe nichts. Ah, jetzt. So, da oben ist Dynamit drin, aber es brennt nicht. Hm. Ach, okay, wir müssen erst an die Tür, da kann der Hund da durch und kann den Hebel oben an. Ah, okay, 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 warte. Kriegen wir hin. Ich denke, er wird zu kompliziert gerade. So. Na also. Sehr beeindruckend ist das jetzt aber auch nicht. So, und jetzt nämlich Folgendes. Ja, das war nicht so doof. Nicht so gut. Komm schon, Kleiner, ich brauch dich da. Mist.
Nein! Okay, das war doof. Hund, jetzt bleib doch da! Mann, Hund! Okay, ich warte auf die nächste Runde. Das ist ein bisschen doof, weil der Flammenwerfer immer wieder aufhört. So, jetzt aber. Badaboom! Huch! Vorwärts, Sauhaufen! Kein Pardon! Los, 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 los! Ich mag diese. Na, no, da freuen sie sich. Ich mag diese deutsche Synchronstimme immer. Vorwärts, Sauhaufen! Kein Pardon! So. Voll bepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen. Bevor ich hochgehe. Nein, ich gehe erstmal hoch, bevor ich da weitergehe. So rum. Und hier oben ist rein gar nichts, außer die Pläne vom Entführten. Wir können da sonst auch keinen Schrank durchsuchen, kein gar nichts, also weiter. Durch die Stahlfabrik. Zumindest sieht es hier so aus. Herr Wimmel! Warte, Wurzeln! Knippende Wurzeln! Hat er gerade gesagt, schnibbel die Würstchen? Schnibbel die Wursteln! So, Nummer 1. Hund. Da wird das Schwätzchen heiß. So. Jetzt mal kurz warten. Denn da unten jetzt, da muss ich oben rüber werfen, oder? Also irgendwie lande ich immer im ersten. So, also nochmal. Irgendwie muss es ja gehen. Ich probiere gleich nochmal. Moment. Flammendes Inferno! Mann! Ach, da... Hund, geh mal da rein! Mal gucken, wo er rauskommt. Vielleicht muss der da oben irgendwas verschieben am Hebel. Siehst du den da zum Beispiel? Ja, wunderbar. Ich hoffe, das geht nicht wieder automatisch runter. Das wäre ärgerlich. Schnibbel die Wurzeln! Hallo? Geh doch hoch! Oh oh! Nein! Nicht festbacken, bitte! Huch! Ach, Gott sei Dank! Nein! Jetzt warte ich nochmal! Hat sich gerade ein bisschen festgebackt, hat unten ein bisschen rumgedanzt. Jetzt geht's wieder! Schnibbel die Wurzeln! Ja, ja, ich beeil mich schon! Hund, du siehst doch, was los ist! Mann, willst du mich verarschen? So, jetzt aber. Ha, oh. Schwein gehabt. So, schnell mit die Wurzeln. Wie der Graf immer davonläuft. Das ist ja ganz ein Feiner. Naja, was auch immer das jetzt bringt, keine Ahnung. Und wieder... Ja, Gott sei Dank. Du Renald. Komm, komm, komm.
Dann folgen wir mal dem Herrn Dorf. Nein. Und jetzt sind wir wieder zurück bei Emil, der sich irgendwie nach oben katapultiert hat, auf irgendeine magische Art und Weise. Warte mal, bevor wir jetzt da hochgehen, war das hier? Nee, ne? Das war woanders. Okay. Lauf, Emil, lauf! Und ich weiß, wir konnten uns irgendwo durchgraben. Aber Emil konnte nicht schneller. Er lief und lief. Scheiße. Wo war denn das mit der Erde? War das hier irgendwo? Nee. Hier ist doch alles aus Stein. Wo war denn das nochmal mit der Erde? Ja, ja, ich komm ja schon. Da oben ist Erde. Da ist der Kaiser. Wo war die Erde? War die Erde hier? Da war die Erde, genau. Und der Schrank ist geschlossen, weil wir zwischendurch... Ach, der Typ da oben lebt auch wieder auf magische Art und Weise. Okay. Wir nehmen einen leicht anderen Weg. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ach du Heilige. Bauplan. Der Bauplan der letzten Erfindung von Annas Vater. Ein Viertaktmotor. Das ist meine Maschine. Was zum Teufel ist das? Ach du Heilige. Ich komme! Oh oh. So, Nummer 1. Und weiter geht's mit dem Herrn Baron. Nein.